Intellekt repräsentiert die Logik und Argumentationsfähigkeit, ja? Das könnte es sein. Und eigentlich will ich nicht die ganzen Stelgier hier gegen mich haben. Kann ich ihm nicht irgendwie verzählen? Ja, es hat mich gebeten, dich zu töten. Der alte Mann lacht. Ich wünsche fast, du würdest die Wahrheit sagen. Ja, es hat nicht den Mumm, um so etwas zu planen. Sein Ausdruck wird ernst. Hätte er ihn, würde mir kein anständiger Erbe fehlen. Okay. Was passiert, wenn ich ihm sage, dass das Gift ist? Er stürzt mit einem Zorneschrei auf dich. Okay, ich glaube, ich lasse diese Quest aus. Erstmal. Und versuche mal, meine Intelligenz und meine Entschlossenheit zu boosten. Vielleicht hilft das hier irgendwie. Okay, das war jetzt ziemliche Zeitverschwendung. Sure. Ja, ist schon recht. Tu das Richtige, Estromo. Ich zähle auf dich. Ja. Dann gehe ich jetzt mal ins Gasthaus, schlafe eine Runde, vielleicht kann ich dadurch meine Intelligenz boosten. Ich wollte eigentlich gerade sagen, es sieht ziemlich dunkel aus, aber es ist 2 Uhr mittags. Da geht's auf die Map. Your party before venturing forth. Ja, ist richtig, ist okay. Also einmal nach Herdlied. Da rasten wir mal. Mal gucken, ob wir einen Int- und Entschlossenheitsbonus oder so kriegen können. Ist halt auch blöd, dass die... Ich weiß, ich zähle die Attribute meiner anderen Leute mit rein. Können die mir dadurch helfen? Ja, ich weiß, dass ihr alle müde seid. Deswegen geht es jetzt ab ins himmlische Bäumchen, eine Runde schlafen. Wenn nicht, dann irgendwann, wenn ich nach Kit Nua zurückkehre und dort raste. Trutzbuchtadliger? Warum greift der uns an? Da ist auch was verbuggt, ein bisschen. Okay. Eine Runde schlafen. Bitte? Welcome. Ich hätte gerne ein Zimmer. Macht, Verfassung, Entschlossenheit und wir können nur überleben und Entschlossenheit. Also nehmen wir das hier. So, wir haben gerastet. Können wir wieder raus. Das heißt, wir versuchen es irgendwann mal, wenn wir wieder in Kit Nua sind, mit Intelligenz. Oh nö, da oben ist es, geht's schneller. Meine Truppe ist ja noch vollständig, ja.
Nach dem einen komischen Bug, den ich da neulich mal hatte. Das heißt, wir gehen jetzt in die Nordlandschaft. Die dürften wir auf jeden Fall diese Aufnahmesession hoffentlich noch schaffen, wenn nichts Unmögliches passiert. Hier finden wir wahrscheinlich endlich Saganis vermissten Freund. Hoffe ich mal. Oh, hallo Nordlandschaft. The figurine. It's glowing. Okay, das Figürchen leuchtet schon mal. Das heißt, er ist in der Nähe. Und hier sind Spuren. Die Spuren und Blutflecken setzen sich nach Osten fort. Okay. Oh, ein Wolf. Viele Wölfe. Aber Wölfe sind jetzt nicht mehr so das Problem. Lange und oberflächliche Spuren, die nach Osten führen, sind mit Blut besprenkelt. In der Leiche stecken grobe, mit hellen Federn ausgestattete Pfeile. Okay, und hier ist nochmal so ein Zirkelkreis hier. Die fast unsichtbaren unter einer dicken Moosschicht liegenden Inschriften auf diesem Altar huldigen Hyela. Ach, und meine Freunde, die Käfer, die Skarabäen mal wieder. Okay, das heißt, wir können nur nach Osten. Weil hier ist das Pilgerlager, okay. Auf den beiden Schaftstücken dieses zerbrochenen Speers befindet sich kunstvolle grafantanische Ilzungen. Im nassen Holz befinden sich grüne, moosige Dellen, die wahrscheinlich von Schlägen gegen die Flussfelsen herführen. Okay, die Wildschweine sind friedlich. Die Spuren und Blutflecken setzen sich nach Osten fort. Wenn ich mich daran erinnere, wir haben mal gegen Wildschweine gekämpft an Magrans Gabelung und die waren heftig. Und hier sind die Wildschweine friedlich. Ich weiß nicht, war das eine Keilertruppe mit Tollwut oder was? Gucken wir erstmal hier oben rauf. Steinkäfer, ja. Let's go. Kommt, die paar Steinkäfer kriegen wir tot. Ja, und zwar ohne Probleme. Okay, hier für die Straße weiter. Das ist nicht so toll. Ein Sumpflaurer, okay. Toll, so viele Wege. Erstmal ein Quick Save. Machen, bevor was Böses kommt. Hey, ihr da drüben, schnell. Svenne versteckt sich im hohen Untergehölz. Zweige ragen aus ihren Haaren hervor. Getrockneter Schlamm klebt bis zu ihrer Hüfte an ihrer ledernen Hose. Still bleibt unten. Da, sie zeigt auf den Kamm. Meine Freunde sind dort oben, jenseits der Kuppe des Hügels. Es gab Kampfspuren im Lager. Zwölf nickt ihre Unterlippe zwischen den Zähnen. Ich war nicht schnell genug, diese verfluchten Reißzähne. Mögen Makran sie alle brennen lassen. Was geht hier vor sich? Die Reißzähne müssen Witterung aufgenommen und die Gruppe verfolgt haben. Sie fährt mit ihrem Finger durch die Haare und hält inne. Einer der Zweige, die in ihrem schwarzen Locken stecken, zerbricht. Einige meiner Freunde sind noch am Leben, aber die Reißzähne haben sie umzingelt. Die Expedition. Svenef legt ihre Hand wieder auf den Knauf ihres Panzerbrechers.
oder was davon übrig ist, hat sich in einer Ruine über dieser Klippe verschanzt. Die Reißzähne spielen wohl mit ihnen oder lassen sie ein wenig hungern, ehe sie wieder angreifen. Wir müssen handeln, sonst sind sie so gut wie tot. Wie sind die Reißzähne hierher gekommen? Svinne fliegt auf ihre Füße und schüttelt langsam den Kopf. Ich habe falsche Spuren gelegt, falsche Lagerfeuer entzündet und jeden Fußabdruck verwischt, den ich finden konnte. Es hat sie nicht lange aufgehalten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Svinne fliegt. Vielleicht kannst du um die Reißzähne herumgehen. Es muss noch einen anderen Weg auf diesen Kamm geben. Sie wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ihr Handschuh hinterlässt einen spitzigen Streifen. Du bist nicht gekleidet wie meine Männer. Vielleicht könntest du mit den Reißzähnen sprechen. Sie werden glauben, du gehörst nicht zu uns. Sie ergreift deine Hand und drückt sie. Bitte hilf mir, ich muss schon genug Freunde begraben. Svinne lässt deine Hand los und duckt sich in das Unterholz, wo sie bald nicht mehr zu sehen ist. Okay. Wir wissen bereits, dass die Reißzähne Jäger sind. Wir haben uns auch mit den Reißzähnen einigermaßen gut gestellt. Genau, wir sind Verbündete der Reißzähne sogar. Vielleicht können wir da etwas machen. Trotzburg, Goldthal, Dorf Dürfurt sind überall Meister. Hier scheint es nur wieder wegzugehen. Durchgang Altlied, Durchgang Altlied. Ah ja. Genau, das müssen die Reißzähne sein. Tread carefully, Estramore. Eine Elfin steht neben einem Hirsch und streichelt den Nacken des großen Tiers. Als du dich näherst, hebt der Hirsch den Kopf in deine Richtung und stellt sich auf die Hinterbeine. Ruhig befriedigt, die Frau zieht an der Haut am Nacken des Hirsches, bis er sich beruhigt. Ganz ruhig, kein Grund für einen Kampf, noch nicht. Sie wendet sich dir zu. Von einem Ohr fehlt die obere Hälfte und die ansonsten glatte Haut ist übersehen von Kampfnarben. Noch mehr Fremde, noch mehr unreine Füße, die unser Land zertrampeln. Noch mehr Blut, um die Bäume zu nähren. Sie schüttelt den Kopf. Du solltest nicht hier sein, Estramor. Ihre Hand gleitet zu einer von mehreren Klingen, die sie um ihre Hüfte geschlungen hat. Wenn du in unseren Landen bist, dann um uns zu bestehen oder jenen zu helfen, die das vorhaben. Sie deutet nach Norden auf die Ruinen irgendwitanischer Gebäude, die aus dem Unterholz aufragen. Dürrwärtische Söldner, Plünderer, hörst du ihre panischen Wispern? Verschwinde von hier sofort oder wir werden dich töten, wenn wir mit diesen Estramorn fertig sind. Ich bin ein Freund, der Glanfahrt. Sie blickt dich fest an. Der große Hirsch stampft mit dem Vorderhufen auf den Boden und wendet sich seiner Herrin zu. Sprichst du die Wahrheit, Fremder? Wärst du wirklich ein Freund, würdest du unser Land respektieren und unseren heiligen Boden nicht durch dein Eindringen entweihen. Die Frau presst den Kiefer zusammen, ihre Muskeln zittern vor Anspannung, bis ihr Ausdruck plötzlich wieder ruhiger wird. Wenn du mit den Plünderern nicht im Bunde stehst, so gebe ich dir die Gelegenheit, das zu beweisen. Sie zieht eines ihrer Schwerter und deutet durch eine schnelle Bogenbewegung mit der Klinge auf die Ruinen. Die Eindringlinge müssen aus unserem Land vertrieben werden. Beweise, dass du würdig bist, dann glauben wir deinen Worten. Was sind das für Söldner? Räuber und Plünderer, genau wie alle anderen dürrwischen Diebe, die unser Land bestehen. Die Frau berührt den Stummel, der von ihrem Ohr übrig ist. Wir haben die Dürrwälder verfolgt, seit sie den großen Fluss überquert haben. Haben gewartet, bis sie fehlgehen, das tun sie immer. Wir haben ihr halbes Rudel beim ersten Angriff besiegt. Die Feiglinge sind geflohen, verbergen sich jetzt im Norden. Wenn der Wind sich dreht, kannst du ihre Angst riechen. Wenn sie sich ergeben, lässt du sie dann riechen, gehen. Du bist weich, so werden sie niemals spuren. Ihre Gier kennt keine Grenzen. Ihr Eindringen ehrt keine Geschichte. Welchen Nutzen hätten wir vor Gefangenen? Welche Botschaften senden wir anderen, wenn wir sie leben lassen? Sie schüttelt den Kopf. Warum sollten wir vergeben? Schon wieder. Ich wollte dich was anderes fragen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Elfin steckt ihr Schwert weg und streckt die Hand zu ihren Hirschen aus. Zu ihrem Hirschen aus. Das Tier neigt den Kopf, um die Liebkosung ihrer Hand zu begegnen. Sanft, stark, wir warten hier, um dich als Krieger und Freund wieder willkommen zu heißen. Okay.
Und bis jetzt habe ich aber noch keinen anderen Weg auf und von diesem Kamm gefunden. Das ist schon wieder so Gegensatz. Helfe ich den Söldnern? Die andere Frage ist jetzt wiederum, sind sie überhaupt gut? Oh, hier sind ein Holzgerüst. Der Inhalt dieses Lederrucksacks, der wie ein nasser Fels glänzt, wurde den Fluss hinabgespült. Okay, Waldlaucher und Sumpflaucher und eine ganze Gruppe von denen, aber fallen tun sie wenigstens. Nur Alof könnte ein bisschen nachhelfen. Das war vielleicht nicht so toll. Tomak, hilf mal hier. Und jetzt alle auf den da. Ja, die waren wirklich auch mal schlimmer.